Ja, heute wieder bei reisemobile.emstetten.de. Ich würde mal sagen, Winnie hat ein neues Hobby. Genau, Winnie hat einen neuen Hobby und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, heute haben wir unser größtes Hobbyfahrzeug, das wir euch vorstellen wollen und können. Den Hobby T65 HKM. T für Teil integriert, das ist also von der Breite das breiteste, was in diesem Segment aufgefallen wird, 2,35 Meter. Innenraummaße, wir haben also viel Platz im Auto, kann man sich frei bewegen. Vom Konzept her, Hobby da richtig das gut. Als technische Aufmerksamkeit hat Hobby hier den Citroën genommen, kein Fiat, ist aber auch als Fiat zu bekommen, aber der Zeit geschuldet ist der Citroën eher greifbar. Und der Citroën, habe ich selber die Erfahrung machen dürfen, läuft und schnuckelt wie eine Eins. Der ist ein sehr sparsamer Motor, also ich habe selber schon diese Citroëns gefahren, also A, kein Unterschied und weiß nicht, 165 PS? 140. 140, also genau wie die Fiat auch 2,2 Liter gebraucht hat. Ne? Man merkt ja den kaum den Unterschied, wenn man hinterm Lenkrad sitzt und man würde die Embleme abkratzen. Glaube ich nicht, dass es viele Leute gibt, die sagen können, ich sitze im Fiat, Peugeot oder im Citroën. Ich will sagen, wenn ich da hinterm Lenkrad sitze, fahre ich in Urlaub. Das ist nämlich genau das Ding, wo das dafür gebaut ist. Und da haben wir natürlich richtig was raushängen lassen bei Hobby. Hat man gut gemacht. Dann geht schon los, wenn wir davor stehen und gucken oben das riesige Panoramafenster. Das erleuchtet unsere Lounge, der hält. Wir haben richtig angenehme Lichtverhältnisse im Fahrzeug, wenn wir gleich drinnen sind. Ja, drinnen ist ein gutes Thema. Wie komme ich denn da rein? Ich sehe gar keine Seitentür. Die Hobbyleute haben sich da mal einfahren lassen. Aufgrund der Inneneinrichtung und der Konstellation der Inneneinrichtung hat man die Tür nach hinten verlegt. Ach, da hinten ist die Tür. Oh, um da die Lounge richtig freigestalten zu können und großzügig gestalten. Wir haben noch einen kleinen Eyecatcher, den kriegen wir gleich innen drin zu sehen. Von außen nicht zu erkennen, aber von drin sehen wir gleich nochmal richtig. Dann nehme ich mal an, so wie ich dich mittlerweile kenne, gehen wir erstmal außen rum. Du zeigst uns natürlich noch nicht, was drin ist, aber erklärst uns alles prima von außen. Ja, Tom, dann lass uns schnell machen. Mich interessiert ja doch, was drinnen los ist. Die Spannung aufrechterhalten. Wie bei allen unseren Autos haben wir wieder diesen QR-Code auch hier platziert. Beim Citroën haben wir hier auch Hobby geschuldet, weiße Griffe. Also nicht irgendwelche schwarzen Plastikgelumpe, sondern in Wagenfarbe lackiert. Da haben sie sich auch wieder richtig mal rausgehängt. Von außen haben wir hier Wasserversorgung, abschließbar und auch einen richtig vernünftigen Deckel drauf. Nicht irgendein Spirenzkram, der nach zweimal anpacken oder sonderfällt. Das ist richtig gut angebracht. Und dann ist er auch zu und fliegt während der Fahrt wieder auf. Wir haben ein großes Loungefenster. Die Fenster natürlich alle wieder abgedunkelt. Tolles Dekor, optimal on Tour, spricht fast für sich. Hier haben wir einen kleinen Eyecatcher. Schauen wir diesen Eyecatcher ruhig an, der uns nachher im Innenraum nochmal in Augenschein kommt. Macht trotzdem mal auf. Eine kleine Luke und dahinter ist ein Staufach. Und das behalten wir erstmal so in Erinnerung. Ich wollte sagen, da ist ja richtig was los drin, ne? Lassen wir mal so offen, dann kriegen wir nachher noch richtig Gefahr, was das auf der Hacken hat. Also das ist hier die Tür, auch ohne Fenster. Ich weiß, ich darf nicht rein. Schön breit, also auch für unsere Körpermaße. Ideal, dass man bequem rein und rauskommt. Ich habe aber eine Vermutung, dadurch, dass kein Fenster drin ist, spielt sich da in dem Bereich wahrscheinlich gar nicht so viel ab. Richtig, das ist ein harmloser Bereich, den wir uns gleich mal in Augen schauen. Ja, ich kenne das Schauspiel mittlerweile. Die Verschlüsse fallen vielleicht auch ein bisschen auf. Wir haben hier nicht die Griffe wie an den Türen, sondern haben hier sicherheitsmäßig richtige Drehverriegelungen. Zum Öffnen ganz genial gelöst. Ich mache die Tür noch mal ein bisschen auf, weil den Eyecatcher da drin behalten wir uns auch mal vor. Wenn du mal ein bisschen runterzupfst. Jawohl, Chef. Wir haben die Garage ein bisschen kleiner. Natürlich riesig tief, also nach hinten raus viel Platz. Mit wieder etliche Stromversorgung. Da in der Ecke haben wir 220, da haben wir Steckdosen, Innenbeleuchtung zur Schienen. Zum Verpacken. Hier vorne ist das Paket, was wir bei vielen Fahrzeugen unterm Beifahrersitz finden. Klappt hier nicht, weil wir da Batterien versteckt haben. Hat man dieses Paket hier hinten reingepackt. Da sind jetzt noch die Verpackungen von unserem Fernseher. Das Auto ist funkelnagelneu neu im Auslieferungszustand. Das muss noch aufgeräumt werden. Eine kleine Leiter haben wir da drin, um auch den Eyecatcher wahrnehmen zu können. Und natürlich eine Kurbel,
die auch noch ihre Befestigungspunkte finden muss, denn die Halterungen sind dabei, aber weil wir uns hier so kurzfristig zusammengetroffen haben, frisch ausgeliefert. Es wird euch gelingen, also da kann ich als Leumundszeuge, also wenn ihr hier zu Reisemobile im Stetten hinkommt, wenn ihr das Fahrzeug abholt, ist das hier alles tipptopp. Genau. Ich will ja nicht schon wieder auf den Innenraum ansprechen, aber ist das eine Luke, die direkt in den Innenraum geht? Auch, ja. Das ich sind weiß, wir wieder bei den Eyecatchern. Darf ich nicht fragen. Aber da kommen wir auch noch zu. Tatsächlich geht diese Luke durchdacht in den Innenraum. Es ist nicht alles abgekapselt und ich muss tausendmal ums Auto rennen, sondern kann da ganz kurze Wege und direkt zugreifen. Für, ob es mein Hund ist, der hier hinten drin pennt, oder meine Kiste Wasser, auch mit Schaum. Die kann hier hinten prima abgestellt werden, ohne dass ich irgendwo ums Auto rennen muss und Turnübungen veranstalten muss. Da ich ja keine Frauenwitze mehr machen wollte in unseren Videos, aber mit der anderen Klappe und dieser Klappe wüsste ich einen absolut guten Workflow, aber dazu später vielleicht mehr. So, dann gucken wir uns die Heckpartie an. Diese Schließanlage, wir machen diese Tür jetzt mal einfach zu. Wir hatten die ja im Vorfeld schon aufgeschlossen. Drehschloss, man sieht richtig, wie die Schlösser die Tür richtig anziehen. Das heißt, diese Türen sind genauso dicht wie diese Wand. Aufgrund der Doppeldichtung, wir sehen hier diese Gummidichtung, eine gleiche Dichtung ist im Innenbereich nochmal. Diese Tür ist Temperatur, Luft und Geräusch dicht. Da passiert nichts. Und wenn ich hier drauf drücke, ist auch abgeschlossen. Jetzt haben wir eine Schlüsselmatte drin. Wenn wir jetzt den Schlüssel hier rumdrehen und drücken da drauf, ist das Ding zu. Ja, und man sieht durch den roten Ring an der Seite, ich versuche das mal hier mit der Kamera einzufangen, dass es halt nicht abgeschlossen ist. Also so ein kleiner Hinweis, der sicherlich hilft. Würde ich sogar vom Fahrersitz aus im Spiegel erkennen können. Halt, da hinten habe ich meine Klappen nicht abgeschlossen. Fahr mal rechts ran, drück mal den Mausknopf und mach dazu. Das klingt nach Erfahrung. Ja. Schubst doch mal in den Schlüssel da rein und dann können wir uns das auch mal live angucken. Jetzt einfach mal umdrehen und jetzt, wenn wir da drauf drücken, klack, ist der Laden zu und auch hörbar zu. Ist also kein Billigkram, der hier verbaut wurde. Wir sind qualitativ hochwertige Schlüssel. Ja, qualitativ hochwertig habe ich bei dir ganz wenig Bedenken. Wir sehen auch schon drei Scharniere an den Türen. Also nicht mit zwei Versuchsklemmen, sondern richtig, die Türen funktionieren und halten auch. Ne? Wir müssen nachher mal sehen, wie wir das von der Reihenfolge her senden. Mhm. Weil wir hatten eben auch, glaube ich, schon einen mit zwei. Wenn wir den nachher senden, ist es vielleicht nicht so gut. Ach so, haben wir einen mit zwei? Natürlich. Dann muss man raus. Nein, ich sag mal, jeder Hersteller hat irgendwo sein Steckenpferd. Ja, und ist ja auch der Größe geschuldet. Ne? Ja. Gucken, die Türen sind da immens hoch hier. Ne? So, im Heckbereich, da haben wir, was uns in dem tollen Schriftzug auffällt, eine Rückfahrkamera. Diese Rückfahrkamera funktioniert auch trotz Fahrradträger. Oft wird kritisiert, wenn der Fahrradträger dran sind, ist die Rückfahrkamera hinfällig. Ist sie nicht. Die Rückfahrkamera hat einen Weitwinkel und liefert wirklich nach hinten raus eine gute Sicht. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe ja nur so eine Vermutung. Wir haben hier einen Vierfachträger hinten dran. Ja, können wir im Innenraum mit vier Leuten sitzen oder darf ich das wieder nicht fragen? Doch, darfst du fragen. Wir können tatsächlich mit vier Leuten im Fahrzeug sitzen. Alle vier haben auch gut Plätze. Und ist auch zugelassen für vier Fahrzeuge. Also da ist eine Familie mit zwei Kindern optimal aufgehoben. Also wenn wir jetzt die andere Seite auch noch rumgehen, dann denke ich, dass ich mir fast den Innenraum vorstellen kann. Die kleinen Geheimnisse werden nach und nach offengelegt. Wir haben jetzt, dieses Fenster ist dem Innenraum geschuldet. Und hier haben wir eine kleinere Luke, die uns Zugriff gewährt auf Gasflaschen. So, hier haben wir jetzt natürlich wieder... Ich werde verrückt. Auszug, damit wir bequem unsere 11 Kilo Flaschen unterbringen können. Und natürlich mit Duo-Control, mit Filter, alles dabei. Da läuft uns nichts weg. Und wir können bequem vom Handling her die Flaschen positionieren, festzurren. Die werden hier im Halterraum richtig schön stramm gehalten. Und der Träger hält's. Da kann ich die Flaschen auch beide draufstellen, wenn ich sie beide markiert habe. Schub ich den Apparat wieder rein. Ich brauche mich erst dann wieder drum kümmern, wenn ich weiß, mindestens eine Flasche ist leer. Dann kann ich die eine Flasche tauschen oder zum Not auch beide. Und hier gucken wir wieder die Ablichtung. Der Laden ist dicht. Wir haben hier innen drin ein richtiges Profil und außen ein richtiges Profil. Und dann fällt uns gleich auf, das Schloss zieht die Tür zu. Das Ding ist dicht.
Wir haben keine Geräusch- oder Temperaturemissionen innen drin. Wenn ich noch mal kurz dürfte, diese Fensteranordnung, ich meine, das habe ich beim Wohnwagen schon mal gesehen. Ja, bestimmt sogar. Das gibt es aber beim Wohnwagen. Lassen wir das. Kommen wir auch mal gerne drauf. Da müssen wir uns weiter aufschließen. Unsere Schlüssel für Andrea. Da ist er drin. So, da haben wir wieder eine. Mein Reden, Teamwork. Ist nur mittig? Nee, eine Tedford. Allerdings falsche Sache. So, hier haben wir eine Tedford-Kassette verbaut. Die gehört zum PC-Bereich, der hier auch nachher im Innenraum zu finden ist. Schön ist auch mal, um auch an alle Schlauchverbindungen vernünftig drankommen zu können, hat man da eine kleine Luke montiert. Wenn da mal irgendwo was läuft, kann man das hier auch wieder trockenlegen oder die Montagen entsprechend vornehmen. Also auch durchdachtes System. Ja, und auch durchaus Materialstärke, wie man sehen durfte. Ja, ganz genau. Und Speerholz, keine Presskappe. Ich hörte davon. Du musst jetzt selber gucken bei diesem hier. Ha, die haben's drauf. Wenn wir mit der Kamera mal ganz nah ranfahren und in die Schlitze rein, da sehen wir dann, dass diese Schutzgitter dahinter sind. Da haben die Viecher keine Chance. Wenn man zu nah ran wird, wird dann schwindelig, aber gut. Ja, versuch mal oben ist ein bisschen mehr Licht, ob man es da besser hinbekommt. Ja, die Sonne. Ja. Kann man so weit, wie es geht. Ah, das kommt, prima. Da sehen wir zwischen den Schlitzen auch, dass hinter dieser ganzen Öffnung ein Schutzgitter ist. Dieses Schutzgitter verhindert, dass wir Besuch kriegen von ungewollten Gästen, die wir da nicht haben wollen. Denn die Wespen bauen ihre Nester gerne in solchen Höhlen. Hier haben wir wieder den Auspuff, wo noch unsere Taufe fehlt. Aber die ist in Auftrag. Ja, machen wir fertig und hier haben wir unseren Stromzugang, 230 Volt kommen hier dran, unsere Außensteckdose mit dem entsprechenden Stecksystem da dran. Bei Vermietungen werden immer alle Kabel und Adapter dazu geliefert, dass ihr auf jedem Platz unabhängig seid. Und dann klack, zu. Die berühmteste Kammer der Welt hat also in diesem Jahr richtig zugeschlagen. Das ist die Finanzminister Steueroase Tank. Dann aus dem Deutschen für Benzin und Öl. Ja, ich sag da nichts mehr zu. Verhaut einfach die Sprache. Ja, das ist ganz. Wir sollten Politik aus unseren Videos rauslassen. Unbedingt. Hier haben wir wieder die weißen Griffe. Sieht natürlich gut aus. Das ist fast wie Porzellan. Fühlt sich auch genau so klasse an. Kann es sein, dass du jetzt Zeit findest, dass wir nicht in den Innenraum kommen? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Wir gucken uns vorher noch die Fahrradliste an. Können wir es ganz schnell machen? Ja. Total tolles Cockpit, Navi ist drin, Verdunklung an allen Seiten. Kommen wir jetzt bitte ins Fahrzeug. Ja, wir haben auch hier Fensterheber, Spiegel, frisch einstellbar. Sitze in Innenpolster, also nicht in irgendwelchen Billigbezügen, sondern in Innenpolster. Gleiches, wie wir nachher auch drinnen wiederfinden. Und jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir rein, wunderbar. Endlich. Meine Damen und Herren, heute und wahrscheinlich jetzt macht Winnie das wahr, was er uns eben versprochen hat. Wir sehen den Innenraum von diesem Hobby Optima. T65 AKM. Gut, dass du dir das alles merken kannst. Mit einer vernünftigen Verriegelung, mit einem vernünftigen Griff zum Schließen, wenn wir drin sind. Eine Mülltonne, die man vielleicht nicht unbedingt als Mülltonne verwenden muss, aber als Ablage ideal. Eine Thule-Eingangsstufe natürlich, frisch wie sonst. So, und jetzt darf ich euch herzlich willkommen heißen im Innenraum von unserem Hobby Optima und Tour T65 HKM Familienauto. Gerne kommt rein. Gerne. Ein guter Griff. Genau. Und schon sind wir drin. So, im Heckbereich. Warte, ich stehe noch vor der Tür. Im Moment geht nichts. So, muss ich mal eben hier platzieren. Hier hin. Bleib du mal da vorne. Gut, ja, dann spring ich da vorne wieder hin. Genau. Ja, ja, es ist für dicke gebaut. Kannst du mal sehen, wie viel Platz hier drin ist. So. Hast du? Ein bisschen Stress. Ja. Yeah. So, also zum einen auffällig, was auch nicht immer selbstverständlich ist, um in dieses höhere Auto reinzukommen. Ein Haltegriff, wo man sich auch mal ein bisschen den Einstieg erleichtern kann.
Das konnte ich gerade schon genießen, ja. Hast du ausgiebig auskosten können und da auch festgestellt, das Ding ist gut. Natürlich hat die Tür Moskitonetz. Dann sind wir fast nicht anders gewohnt, wie alle Fenster und alle Türen und alle Dachluken. Aber jetzt zu einem der Eyecatcher. Dieser Wagen hat hinten zwei Stockbetten. Und da kommen die Fenster, die dir eben schon draußen aufgefallen sind, voll zum Tragen. Wir haben an beiden Kopfenden kleine Fenster, können da Frischluft genießen, natürlich auch wieder mit Moskito und Verdunklung. Haben da hinten Kontaktbeleuchtung, wo wir drauf touchen, unser Licht geht an oder aus. Und haben hier unsere beiden Stockbetten breit und groß. Also da können auch Erwachsene bequem schlafen. Und diese kleine Tür, die dir vorhin aufgefallen ist, die ist für ein Stückchen unten. Das hat nämlich den Zugang zum Kasten Wasser, auch mit Hopfen versehen, den wir dahinter in der Garage positionieren können. Das ist die Verpackung vom Fernsehgerät, die wir vorhin auch schon mal uns anschauen durften. Da haben wir direkt Zugriff in den Garagenbereich. Ja, aber auch in Kombination mit der hier vorhandenen Küche, ja, natürlich ein enormer Stauraum. Ne? Ja, wir haben hier wirklich viel Platz. Wir nehmen uns die Küche mal vor. Die hast du so schön angesprochen. Die Küche, ein Rollo, das wirklich richtig leicht läuft und auch leise, nicht klappert und scheppert, sondern sich bequem hoch und runter fahren lässt für unsere Abladen, Gewürze etc. Knappen und Schränke. Hier mit einer kleinen Schutzkante. Die Bretter rausnehmbar. Ich kann also auch hier, wenn ich jetzt hier Flaschen reinstelle, dieses Brett rausnehmen und Heckmeck und kann hier auch eine Flasche positionieren. Ähnliches haben wir hier. Da haben wir also richtig viel Stauraum und genauso flexibel, dass wir auch da größere Sachen positionieren können und da verpacken können. Die ganze Küche hat hier oben schöne kleine LED-Leuchten und bringt also den Raum hier ganz toll unter Beleuchtung. Und was man verkennt, das sind Lichtschalter. Und wenn wir jetzt hier drunter, dann ist hier mal düster. Dann sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Wenn ich jetzt da rauf, zack. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier drunter die Beleuchtung und die gerade angesprochene obere Beleuchtung. Ne? Und dann einfach so versteckt in so einem kleinen Dekorteil. Richtig mit Überlegung. Wir haben, weil wir ein Familienauto haben, natürlich einen Dreiflammenherd. Auch wieder mit Piezo. Da wir da keine Streichholz oder ähnliches für brauchen. Ne? Haben eine angenehme Spüle mit einem richtigen Wasserhahn. Also nicht so ein Mannequin bist, sondern einen richtigen Wasserhahn. Und jetzt kommt die von außen gesehene kleine Klappe, die wir extra offen gelassen haben. Da haben wir nämlich hier drin eine Durchreiche. Wenn wir jetzt einkaufen waren und die Einkäufe nicht also durch die Tür schleppen wollen, packen wir die Einkäufe da unten rein und schleppen sie hier hoch. Oder, was auch geht, ich stelle einen Eimer drin und habe einen Mülleimer. Der ist dann da außen vor. Ich komme von außen an den Mülleimer dran, nehme meine Mülltonne da raus, entsorge die ganzen Krempel vorschriftsmäßig und habe immer direkten Zugriff. Ja? Und habe hier drin nicht irgendwo eine Mülltüte rumhängen und so Scheiße. Ne? Das kann ich hier prima unterbringen. Ich darf ja gar nicht sagen, was ich gerade denke. Es ist ideal, wenn man mit Personal unterwegs ist. Dann könnte man den Arbeitsbereich für das Personal. Oh Gott, ja. Das schneiden wir raus. Im Frontbereich? Da haben wir hier wieder Ablagemöglichkeiten. Auch die sind alle herausnehmbar, sodass man da in den Höhen variabel ist. Eine Schublade für unser Besteck. Ja. Natürlich mit Setzschließung. Und hier unten nochmal ein Schrank. Auch da sind wieder die Böden alle herausnehmbar, damit wir da höhere Sachen verstauen können. Hier vorne haben wir noch einen Stauschrank. Ist auch schön groß unter der Spüle verschaut. Ne? Da mal reingucken, da ist auch noch viel Platz, wo man richtig was lassen kann. Also ist als Familienauto konzipiert und da kann man mit zwei Kindern wirklich bequem oder auch vier Erwachsenen, weil die Betten, haben wir gesehen, sind groß genug, mit vier Erwachsenen bequem mal seinen Urlaub starten, wenn der auch ein bisschen länger dauert. Einen kleinen Eyecatcher nehmen wir uns hier mal in den Augenschein, das Bad. Wir sehen hier, die Türen sind auch Türen bei der Größe, Rappel und biegt sich da nichts. Wir haben Türgriffe, die man auch anfassen darf. Und wenn du dann ins Bad rein zauberst, Platz, richtig Platz. Ja. Viel Licht. Das Dunstwasser kann nach oben bequem weg. Die Wand hinten lässt sich rumklappen, um als Schutz zu dienen. Und da haben wir einen großen Waschtisch, eine Toilette und links davon den Spiegel. Das ist ein Schrank. Das ist nicht nur ein Spiegel. Wenn du reingreifst, kannst du unter diese Spiegel fassen. Und da hast du. Nee. Oh.
Links. Links von dir ist ja der Spiegelschrank. Ach, da. Ja, genau. Links und ist da. Ja, das war als Kind schon schwierig. Ja, ja. Wenn du da drunter greifst, da ist ein kleiner Druckknopf und dann kannst du die Tür richtig öffnen. Und auch da haben wir wieder Ablagemöglichkeiten für unsere Toilettenartikel. Die man so mitnimmt. Ob das die Zahnbürste ist. Jo. Oder die Mundtasche, dann lässt sich alles da rein. Und ein kleiner Eyecatcher ist unter dem Waschbecken, rechts von dem Waschbecken, siehst du so einen kleinen Schlitz in dem Schrank. Siehst du den da? Oh ja. Da kommt das Toilettenpapier raus, wenn du jetzt die Tür öffnest, unter dem Waschbecken. Ne? Ich greife mal einfach hoch und in die Tür. Ich wollte gerade sagen, mit welchen Armen soll ich das denn noch machen? So, da können wir auf diesem schwarzen Beimel das Toilettenpapier positionieren, nach vorne rausziehen. Das heißt, unser Toilettenpapier ist und bleibt trocken. Egal, ob wir hier duschen oder uns die Zähne putzen, das bleibt trocken und hängt nirgendwo im Weg. Und natürlich auch in erreichbarer Nähe. Der Lichtschalter ist da in der Ecke positioniert, also auch gut aufzufinden und erreichbar. Natürlich haben wir hier Zweifachabflüsse, die ich nutzen kann. Und natürlich auch eine Heizung. Das ganze Ding auch warm ist im Winter. Der Wagen ist absolut winterfest. Das heißt, der hat auch den beheizten Abwassertank und kann daher auch für Norwegen-Touren genutzt werden. Mal kurz gucken. Genau. Ganz leichtläufig und wirklich simpel handhabbar. Und jetzt würden wir von der anderen Seite innen drin die Klapptüre zuklappen und dann würde auch dann der ganze Bereich hier im Spiegel trocken bleiben. Und trotzdem, guck dir die Tasse an, richtig Platz zum Duschen. Ja, ja, also der Innenraum auch. Die Toilettennutzung, gerade wenn man etwas größer ist, ja, also hier sollte ist kein Problem sein. Also hier können wir beiden auch bequem uns bewegen. Mach die Bilder weg. Du weißt, was ich meine. Ja. So, Bosch. Was haben wir uns jetzt ausgiebig mal in Augenschein genommen? Jetzt kommen wir in Richtung Lounge. Und Lounge und Küche lassen sich kombinieren am Kühlschrank. Denn wir brauchen in der Lounge was zu trinken und im Kühlschrank Gemüse. Über dem Kühlschrank Staufach. Ach, in dem Fall habe ich da unsere... Mach doch nicht so was. Was nicht? Ja, Kühlschrank habe ich natürlich. Ich habe jetzt den Kühlschrank. Ja, dann lass uns den Kühlschrank. Machen wir den Kühlschrank. Keine Nochmal. Also, wenn oben. Ja. Über dem Kühlschrank? Ja, du musst den ganzen Text nochmal sagen. Alles nochmal? Ja, ich schneide das weg. Achso. Ich habe ja rumgemeckert wieder. So, nachdem wir uns jetzt im Heckbereich ausgiebig alles in Augenschein genommen haben, uns mit dem Bad und den Betten, den großzügigen Betten im Heckbereich beschäftigt haben, kommen wir jetzt in den Lounge-Bereich. Der Lounge-Bereich verbindet jetzt unsere Küche über den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist ein Dometic-Kühlschrank, Vollautomatik, wie wir es schon bei anderen Fahrzeugen gesehen und gewohnt sind. Über dem Kühlschrank haben wir hier ein Staufach. In dem Staufach haben wir unsere Betriebsanleitungen verpackt. Wenn mal jemand mit der Einweisung nicht ganz klar gekommen ist, lässt sich da immer noch mal nachlesen. Es gibt so viel in dem Auto, dass man doch mal durchaus in diese Gebrauchsanweisung gucken kann. Aber zurück zum Kühlschrank. Die Verbindung von der Lounge zur Küche. Bin ich in der Küche, packe ich den Kühlschrank an, öffne den, habe viel Platz im Kühlschrank, natürlich auch mit Frostfach und kann dann aus dem Kühlschrank meinen Küchenbereich bedienen. Sitze ich in der Lounge, will ich ja keinen Salat haben. Wenn ich in der Lounge sitze, dann muss das Kaltgetränk wieder her, in welcher Form auch immer, dann mache ich die Tür einfach hier auf. Das ist ein richtiges Eyecatcher-Teil von Dometic. Die haben auf beiden Seiten die Öffnung. Ne? Wir sehen also, wir können sowohl hier als auch von hier aus den Kühlschrank öffnen und uns da bedienen. Der Kühlschrank mit Eis- und Frostfach, damit die Eiswürfel fürs Kaltgetränk auch da sind. Ne? Schneide ich auch raus. Hinter dem Kühlschrank hat man diese große Tür positioniert. Wollte gerade fragen, wohnt da noch einer? Fast. Denn das ist mal ein Kleiderschrank. Wow. In dieser Größenordnung, in einem teilintegrierten, selten vorgefunden. Ein riesiger Kleiderschrank und als super Idee ist die Leiter da auch verstaut. Die Leiter, die wir brauchen, um ins Stockbett oder nachher in unserem nächsten Eyecatcher zu kommen, hat man da einfach die Leiter verstaut. Die liegt uns nicht immer vor die Füße rum. Ich will jetzt nicht
Aber lach nicht, in der Heckgarage auch noch eine Leiter? Da liegt auch noch eine Leiter, aber wir haben ja auch zwei Möglichkeiten, irgendwo hochzukrabbeln. Gerade das angesprochene Stockbett. Und jetzt der versprochene Eyecatcher. So ein komplett genutztes 3D-Mobil. Und gehen wir den Mauerflach, dann haben wir den Mauer Platz der Welt. Und hier haben wir den Grund, warum wir die Bude unter Strom stehen haben. Ja. Da oben liegt noch einer. Vielleicht. Ich hoffe ja nicht, dass er nach irgendeiner von den Monteuren vergessen worden ist. Ja. Aber das ist schon eine geile Karre. Da kann man nichts anderes zu sagen. Und dann kleine Matratzchen, sondern Lattenrostrahmen. Also da kann man auch mal mit ein bisschen Gewicht drauf liegen. Das ist wieder für uns beiden vom Gewichtskomponentensystem her angebracht. Da fahren wir nicht gleich durch. Ein bequemes und großzügiges Bett. Im Fall, dass Kinder schlafen, haben wir hier oben diese Halterung, die dann mit Hilfe dieses Schutznetzes gestützt werden. Und auf beiden Seiten sehen wir die Halterung, können auf beiden Seiten die Schutznetze, sodass dann auch bei kleinen Kindern hier oben die Kinder bequem pennen können und wir nicht immer aufpassen müssen. Hoffentlich fällt da keiner runter. Dafür sind diese Schutznetze da. Und wir können für uns hinten im Heckbett Platz genug finden. Ja. Das ist eine tolle Sache. Jetzt sieht man auch schön dieses riesige Panoramafenster, was die da oben reingebaut haben. Das bringt richtig Licht in die Hütte. Rundrum über dem Fahrerhaus nochmal richtig viel Ablagesysteme, wo wir dann auch unsere Kleinigkeiten verstauen können. Ja. Jetzt fahren wir den Apparat mal wieder hoch. Zack. Und dann können wir bequem die Ellbogen in die Hüfte stützen und warten, bis der Apparat oben ist. Da brauchen wir uns nicht rumquälen mit irgendwelchen Gewichtübungen, sondern das passiert hier alles voll elektrisch. Zack. Wir laden jetzt weg und wir haben wieder unseren vollen Lounge-Bereich. Im Lounge-Bereich haben wir in Fahrtrichtung wieder die beiden Sitzmöglichkeiten für die Kinder dann, sodass die auch, oder Erwachsene, wer auch immer da sitzen möchte, sodass sie ohne Probleme da vernünftig angegurtet sitzen können. Über dieser Gurtsitzangelegenheit haben wir unseren Fernseher verstaut. Auch hier wieder vollautomatische Sat-Anlage, Farb-TV. Da können wir also ohne Probleme auf den Knopf drücken, die Satellitenanlage sucht sie den ganzen Kram in Satelliten und wir können die Programme runterzappen auf Astra, wie wir sie sehen und hören wollen. Wobei, wenn ich das Bett unten habe, ich ja den Fernseher dann auch vom Bett aus nutzen kann. Ganz genau, ich kann auch dann im Bett liegen und in aller Ruhe ganz entspannt den Fernseher nutzen. Der hat, wie wir es schon ein paar Mal vorgeführt haben, auch wieder die Halterung an der Seite zum Herausziehen, zum Drehen und Wenden, wie ich es gerne haben möchte. Da ist an Flexibilität nicht gespart worden. Auch hier der Tisch nochmal ausweitbar. Ja, der Tisch ist auch wieder abzunehmen, hat diese Schnellverschlussschiene, ist ausdrehbar und auch eine richtige Tischplatte, nicht nur ein Brettchen, sondern eine Tischplatte, die wir wirklich auch benutzen können. Und hier der Bereich lässt sich dann auch wieder zu einem Bett umbauen. Und wenn wir dann unten drunter gucken, wenn du mit der Kamera unter den Tisch fährst, da hat man mal richtig Steckdosen hin positioniert. Wenn das wieder zum Arbeitsraum geht, kann ich hier oben meinen Laptop, iPad, iPhone positionieren und damit Strom versorgen. Oder Kameraausrüstung zum Aufladen da anbringen. Jo. Stauraum haben wir auch wieder reichlich. Von diesen Platten gibt es rund um 4 Stück, wo wir richtig verpacken können. Und dann kommen wir zu dem Teil, wo du drauf sitzt. Denn das ist wieder eine feine Sache. Auch das lässt sich als Kinderbett bequem umbauen. Wenn man die Rückenlehne einfach an der Seite nimmt, ist das mehr oder weniger ein Kinderbett. Eine Sekunde, ich muss mich kurz umbetten. So, die Umbettung ist abgeschlossen. Hingehen und das Kissen an der Seite nehmen. Dann haben wir hier schon einen Platz, wenn wir jetzt mit 3 Leuten unterwegs sind oder auch mit 5 und der 5. als Gast dazukommt, lässt sich immer noch ein Kind zum Schlafen hinlegen. Ja. Hier drunter ist ein Stauraum, einmal Stauraum und die ganze Heizungsanlage montiert. Ja. Die Heizung mit Warmwasserboiler. Also kein Durchlauferhitzer, sondern auch mit Boilersystem, damit nicht beim Duschen direkt nach der ersten Minute das Wasser kaputt. Ja. Also wenn ich hochrechne, können hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Bis zu 6 Leute können hier bequem schlafen. Ja. Das geht. Ja.
4 Leute haben wir in der Zulassung für die Fahrt aufgrund der beiden Sitze. Wir werden später, der ist in Auslieferung, von diesem Fahrzeug ein weiteres kriegen. Da haben wir sogar für 5 Leute die Zulassung. Da ist dann hier auch noch ein Sitzplatz mit Gurte. Und den gucken wir uns dann vielleicht in eins unserer nächsten Videos auch nochmal an. Der ist ähnlich aufgebaut, hat ein paar Eyecatcher nach oben drauf. Soll man nicht meinen, dass das möglich ist, ist aber so. Der hat dann auch hier auch nochmal ein anderes Umbaubettsystem integriert. Das lohnt sich dann auch wieder. Die Vorfreude muss ja erhalten bleiben. Ja, ja, du hast es sehr spannend gemacht, aber du hast nicht zu viel versprochen. Also ich habe ja schon viele Wohnmobile von innen gesehen, aber diese Raumaufteilung hat was, ehrlich. Ja, also für Familien absolut best. Oder auch, wenn man mit 2 Ehepaaren losfährt, mit 4 Leuten unterwegs ist. Die haben hier bequem Platz, ohne dass man sich zu sehr auf der Pelle hängt. Kann man sich hier noch bewegen und auch den Freiraum ausnutzen. Und wenn man dann noch arbeitsmäßig unterwegs ist und hat sein Homeoffice nach Spanien in der Costa Brava verlegt, geht das mit dem Auto auch problemlos, weil wir haben so viel Platz hier. Da können wir auch ein Homeoffice betreiben. Ja, und auch der Schreibtisch, das wirkt alles sehr stabil. Ich habe gerade auch mal eine Zeit lang im Wohnmobil verbracht. Mit meinem Wackeltisch wäre das nichts. Nein, das ist hier schon wesentlich stabiler festgehalten. Also wir können wirklich den Tisch nehmen und auch bewegen. Und wenn wir unten drunter diesen Zusatztisch rausziehen, das ist also ein kleines Spirenzchen, das ist ein Tisch. Ne? Manche Tische sind insgesamt nicht so groß wie hier die Zusatzplatte. Ne? Ja. Dann habe ich auch von hier aus bequem meine Möglichkeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. 6 Leute bequem können. Mit auch entsprechender Tischfläche. Ja. Und Bewegungsfreiheit, das ist ganz wichtig, dass man nicht wirklich wie die Zwerge sitzen muss, sondern man kann sich hier auch bewegen und Freiraum hat man. Und auch auf dem Tisch hat man Freiraum, dass man trotz der Teller noch eine Möglichkeit hat, eine Kartoffelschüssel runterzubringen. Man darf es den Kindern ja gar nicht erzählen, aber wir hatten ja vor 2 Jahren mal Corona. Ja. Und da sind wir ja immer mit Wohnmobil abends auf dem Parkplatz essen gefahren vor den Gaststätten. Da wäre so ein Fahrzeug natürlich haben wir gemacht, super gewesen. Mit diesem, mit einem ähnlichen, dem Vorgänger von diesem Fahrzeug. Da sind wir dann auch mit los gewesen, weil diesen gab es zu der Zeit noch nicht. Das ist eine ganz neue Sache. Und da sind wir mit so einem Fahrzeug auch regelmäßig. Ach, ihr wart das. Wir waren die anderen. Da waren wir dann auch schön abends essen. Ne? Nee, also ich finde, es ist ein gestaltetes, gut gestaltetes Fahrzeug. Lässt sich der Fahrersitz noch drehen? Leider noch nicht. Bei diesem noch nicht. Bei dem Folgefahrzeug werde ich dann selber eine Drehung einbauen lassen. Mhm. Aber es würde noch passen, wenn ich das so richtig... Das hat man hier leider nicht gemacht, ist aber in Planung bei wahrscheinlich sogar beiden Fahrzeugen, dass der sich unterdrehen lässt. Denn die würde von der Drehung hier ideal in die Rolle reinpassen. Ne? Beim Beifahrersitz ist kein Ding, aber der Fahrersitz drehbar wäre schon noch ein Eyecatcher oben drauf. Ne? Und das Cockpit sehen wir sofort, wenn wir das Citroën-Emblem da runternehmen. Sagt mir keiner, ob das ein Fiat, ein Peugeot oder ein Citroën ist. Ja, das ist auch nicht schlimm. Also, absolut identisch. Es war nur so eine Frage mal. Also. Und für alle unsere Zuschauer, die auch einen Ablass für ihre Tumorheizung haben möchten, wenn ihr uns sagt, wie viele Eyecatcher dieses Fahrzeug hat, senden wir euch kostenlos ein solches gedrucktes 3D-Teil zu. Super Gimmick. Ja. Machen wir doch gerne. Ja. Klasse. Schneide ich nachher raus. Ja, klar. Ja, sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich noch groß erzählen soll. Irgendwie muss ich schon rein. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Sind wir soweit durch. Wunderbar. Wir haben uns das Fahrzeug ausgiebig und gut anschauen können. Und ich kann auch nur sagen, ausprobieren. Ja, der steht hier. Wie gesagt, der Nächste, der kommt, ist der Erste, der ihn bekommt. In diesem Fall auch hier wieder funkelnagelneues Auto. Ihr habt es vielleicht gesehen, dass die ganzen Matratzen sogar noch verpackt sind, wie hier oben auch. Ja. Das Fahrzeug ist funkelnagelneu, hat jetzt ein paar 60 Kilometer auf dem Tacho und im Auslieferungszustand. Ihr habt ja gesehen, der Kofferraum ist noch nicht mal ganz ausgeräumt. Das heißt, der Erste, der kommt, der malt auch zuerst. Der Nächste ist der Erste, der hier mit einem funkelnagelneuen Auto vom Hof fährt. Ich weiß gar nicht, wir haben letzte Woche schon einige Filme gemacht. Wir haben gestern noch was gefilmt. Da waren fast nur Neufahrzeuge. Ja, wie machst du das? So eine kleine eigen auferlegte Prämisse, dass wir immer versuchen, das Beste ein bisschen besser zu machen und den Leuten den Urlaub so zu gestalten, als wenn wir selber fahren würden. Also es soll unseren eigenen Ansprüchen entsprechend gut sein. Und dann werden diese Fahrzeuge nach einem, spätestens 2 Jahren zum Verkauf gestellt, sind dann noch annähernd neu
hoffe ich zumindest, dass die da nicht so abgerockt werden, sondern sollen dann im ziemlich neuen Zustand noch wieder weiterverkauft werden können. So kann man mit ruhigem Gewissen ein Fahrzeug in Miete oder in Verkauf abgeben. Haben wir bislang so gewirkt und funktioniert. Die Fahrzeuge, die abgegeben worden sind, treffen alle auf Begeisterung. Die Leute selber sind auch begeistert von den Fahrzeugen. Ja, ist ja auch eine interessante Geschichte. Man hat ein relativ junges Fahrzeug, was top durchgewartet ist. Absolut. Also, und gerade auch momentan Neufahrzeuge haben Lieferzeiten, die auch 2 Jahre sind.